Yo Leute, was geht? Und im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr euren Sprachchat richtig einstellen könnt, weil manche Leute, wirklich Leute, das ist wirklich erschreckend, wie schlecht man das einstellen kann. Und deswegen schaut euch das Video bis zum Ende an und macht mir doch einfach nach, Leute. Und zwar müsst ihr als erstes Escape drücken. Da seht ihr natürlich unser Escape-Menü. Dann drückt ihr ganz einfach auf Einstellung. Und dann kommt schon die wichtigste Einstellung. Ihr geht auf Audio. Und dann steht hier Stummschaltung bei Fokusverlust. Und das müsst ihr ausmachen, Leute. Und wenn ihr dann auf Desktop geht, dann hört ihr immer noch die Leute weiterreden. Denn ansonsten ist es so, wenn ihr aus dem Spiel rausgeht, dann hört ihr die Leute nicht mehr reden. Das ist richtig nervig. Und des Weiteren müsst ihr jetzt hier auf Sprachchat drücken. Den Sprachchat natürlich anmachen, eure Kopfhörer auswählen. Und dann ist ganz wichtig, hier alles auf voll stellen, Leute. Sprachchat-Lautstärke voll und auch die Geräuschlautstärke bei Sprachchat voll. Dann macht ihr eure Mikrofon an, ist ja ganz klar, ihr wählt euer Mikrofon aus. Und jetzt kommt zu den wichtigsten Einstellungen. Sprachchat, das könnt ihr selber aussuchen. Wollt ihr Push-to-Talk haben oder immer zu hören sein? Oder ihr wollt ein offenes Mikro haben, so wie ich zum Beispiel, dann werdet ihr immer gehört. Des Weiteren müsst ihr hier die Mikrofonlautstärke schön hochstellen, damit man euch gut verstehen kann. Und das ist hier das Wichtigste, die Mikrofonempfindlichkeit, Leute. Hier nach ganz links, Leute, das nach ganz unten. Weil dann hört man eure Hintergrundgeräusche nicht mehr so laut. Oh Mann, Leute, ich hoffe, ihr kriegt das richtig hingestellt. Wir sehen uns auf jeden Fall auf Paul Berger RP, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.